Herzlich willkommen zur Einführung in SmartWop, das einfache, clevere und schnelle Konstruktionsprogramm für Schreinereien und Tischlereien aus dem Hause T-Bec CNC Technik. Dieses Video zeigt anhand einer Schrankkonstruktion, wie schnell und einfach Sie mit SmartWop arbeiten können. Es geht gleich los. Zuerst wird ein Basisvolumen auf die Grundfläche gezogen und in Schrank umbenannt. Die Breite von 1000, die Höhe von 600 und die Tiefe von 450 mm werden in diesem Beispiel einfach übernommen. Nun wird ein horizontales Werkstück als Deckel in das Volumen eingesetzt, dann rechts und links jeweils eine vertikale Außenseite. Nun noch ein Boden, der anschließend auf eine Höhe von 60 mm angehoben wird. Als Sockelblende wird eine frontale Platte verwendet und mit einem Rücksprung von 5 mm versehen. Jetzt wird die Rückwand eingesetzt und in der Mitte noch eine vertikale Trennwand. Dann erhalten beide Korpusfelder noch je einen Einlegeboden sowie eine einschlagende Tür. Um die Schrankelemente miteinander zu verbinden, erfolgt nun ein Wechsel in den Bearbeitungsmodus. Jetzt werden Lochreihen in beide Korpusfelder eingezogen. Für die Eckverbindungen wird Verbinder ausgewählt und anschließend alle Verbindungsstellen angeklickt. Mit einem Klick auf das Bohrmaschinensymbol wird die Funktion dann ausgeführt. Nun erfolgt ein Wechsel zu den Beschlägen. Es werden einliegende Topfbänder ausgewählt und auf beide Türelemente gezogen. Die beiden Türen erhalten jeweils einen Bügelgriff. Da sich das Möbel sowohl außen als auch innen noch im Rohzustand befindet, muss noch das Material bestimmt werden. Nach dem Wechsel in den Materialmodus wird zunächst ein Auswahlrahmen um die gesamte Konstruktion gezogen. Dann kann ein Material ausgewählt werden, zum Beispiel Sandgrau. Nachdem das Material den betreffenden Kanten und Oberflächen zugeordnet ist, erfolgt die Bestätigung. Die Sockelblende erhält das Dekor Rosenholz. Außerdem wird der Verlauf der Holzmaserung geändert. Nach einem Klick auf Zeige alles werden die beiden Türen wieder sichtbar. Diese werden durch Doppelklick ausgewählt. Alle Kanten und Oberflächen werden zugeordnet und anschließend erfolgt die Bestätigung. Um die Materialauswahl zu ändern, kann mit der Taste STRG bzw. Control und gleichzeitiges Drücken der Taste A alles ausgewählt werden. Bei dem zuvor verwendeten Material wird nun ein Haken gesetzt, in diesem Fall bei Sandgrau für die Korpusteile. Als neues Material wird Bergahorn Sepia eingestellt und bestätigt. Der Materialwechsel berücksichtigt alle zuvor verwendeten Kanten- und Oberflächeninformationen. Für die Türelemente wird der Vorgang wiederholt. Hierzu wird Rosenholz gewählt. Ein neues Material wie zum Beispiel Rot eingestellt und bestätigt. Die Sockelblende wird einzeln ausgewählt und ihre Oberfläche auf Bergahorn Sepia geändert. So, fertig! So schnell und einfach können auch Sie schon nach kurzer Zeit mit SmartWop arbeiten. Natürlich muss die Möbelkonstruktion noch abgespeichert werden. Hierzu wird wie üblich der Befehl Speichern unter im Menü Datei verwendet. Dabei kann ein vorhandener Ordner ausgewählt oder auch ein neuer erstellt werden. Um mit der Materialliste arbeiten zu können, muss diese zunächst exportiert werden. Dies geschieht mit Hilfe des Befehls Export Materialliste im Untermenü Export im Menü Datei. Wenn auf dem Rechner ein Programm installiert ist, das für die Anzeige von Microsoft Excel-Dateien konfiguriert ist, wird die Materialliste automatisch mit diesem Programm geöffnet. Sie lässt sich bearbeiten und vor allem auch ausdrucken. Mit dem Befehl Datei, Export, alles zur Maschine exportieren, werden die CNC-Programme exportiert und gespeichert. Dazu wird im Hauptordner ein neuer Ordner erstellt und benannt. Nun kann der neu erstellte Ordner in der Galerie ausgewählt werden. Alle exportierten CNC-Programme des aktuellen Projekts werden hier angezeigt.
Jetzt müssen die Daten nur noch an die Produktion weitergegeben werden, damit alle Teile für den Schrank sofort hergestellt werden können. Das war's schon. Von 0 bis zur Ausgabe der CNC-Daten hat es nur wenige Minuten gedauert. Deshalb sind wir sicher, dass SmartWap auch Ihrem Betrieb echte Vorteile bringt. Probieren Sie es einfach selbst mal aus. SmartWap. Clever, einfach, schnell.